So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls 2. Wir haben in der letzten Folge, ja, wurden wir invasiert und besiegt, aber wir haben das Tor oben geöffnet in dem Glockenturm und wir holen jetzt unsere Seelen erstmal zurück. So. Da lang war es ja, genau. Hier war es ja. Jetzt müssen wir erstmal nach oben wieder. Aber hier werden sicherlich die kleinen blauen Zwerge wieder sitzen. Yep, genau diese. Die einen ordentlichen Schaden mit ihren Äxten machen, muss man ja einfach sagen. So. Da sind sie ja. Unsere Seelen. Oh, erstmal eine dicke Feuerbombe an den Kopf. Oh! Eins, zwei, drei. Und jetzt haben wir keine Ausdauer mehr. Oh, wow, wow, wow. Das sind die Zwerge des Glockenturms, genau. Super. Oh. Es darf mal wieder nicht wahr sein. Den einen Boss ja mit Bravour, ohne zu sterben gemeistert und jetzt hier bei den kleinen Zwergen versagen wieder. Das ist so mein Können. So. Holen wir uns nochmal unsere Seelen zurück und vermöbeln hier die Zwerge. So. Die Seelen liegen da unten. Hör auf auszurasten! Zack, zack, zack und wegrollen. So. 385 Seelen bringen die. So, diesmal machen wir das besser. Und wegrollen. Oh Gott. Okay, das war gerade sehr komisch und. So, wir kommen jetzt hier durch. Ich trinke erstmal was. Zack. Und wir werden jetzt hier durch den Nebel schreiten. Turmgargoyles, das sind die Viecher, die wir vorhin haben gesehen. Die wir gesehen haben vorhin. So, mein Gott. Komm runter. Oh, shit. Zwei. Ah. Okay. Wir bleiben ganz cool. Okay, er rastet aus, er rastet aus. Drei! Oh shit, ich trinke mal was. Nein, verdammte Axt, ey. Drei Viecher. Okay, das ist eine blöde Attacke. Okay, ich trinke. Und die speien noch sogar Feuer, die Fliegeviecher. Schau zu. Okay. Und die speien wieder Feuer. Okay. Ich muss den einen, zumindest den einen, super, einen platt gemacht. Oh, da kommt ja noch einer. Ich sehe nichts. Oh Gott, das. Eieiei. Das ist
Das ist ja so unfair schon wieder. 3 gegen 1, Leute. Ich nehme ein Ding. Okay. Oh, was ist das denn? Und natürlich trifft er. Okay, ich sterbe gleich. Ich nehme. Ich hoffe. Sie speien Feuer. Der ein verdammtes Luck gehabt. So. Okay, er speit Feuer. Ich kann nicht rennen. Warum kann ich nicht rennen? Und er speit Feuer. Oh, da kommt noch einer. Ey, diese Attacke, die ist so unfair. Oh, ich nehme einen Lebensstein. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss den erwischen. So, jetzt haben wir noch 2 an der Backe. Oder kommen die anderen jetzt hier auch noch? Ich weiß es nicht. Na? Okay, erwischt. Oh. Erwischt. Oh, haben wir gerade Glück gehabt, Leute. Da ist die. Ey! Okay, die Attacke kenne ich noch nicht. So, 2 auf einmal. Oh, dieser Sturmangriff, der ist so fies. Okay. Nimmt sicherheitshalber an dem Stein und die burnen hier wieder. Da. So. Wir dürfen nicht verkacken. Wir haben es fast geschafft. Oh, ich sehe es schon vor mir. Wir haben gewonnen. Ihr habt gesiegt. Seele der Tunkergold. Super. So, auch natürlich im First Try, wie es auch nicht anders zu erwarten war. So, Seele eines stolzen Ritters. Liegt hier sonst noch was? Check, check, check. Was ist denn hier? Was steht denn da? Guck ich gar nicht hin. Okay, hier kann man runter. Okay, hier ist nichts weiter anscheinend. Laufen wir hier mal durch. Gut, wir haben kein Estus, kein gar nichts mehr. Und hier ist eine Truhe. Ritualband des Südens. Das ist, glaube ich, ein Ring. Check. Erlaubt die Aufnahme zusätzlicher Zauber. Okay. Nützt uns jetzt persönlich nicht. Bringt uns überhaupt nichts, da wir keinerlei Zauberkraft verfügen. Und auch nicht darauf geskillt haben. Und wir haben hier ein Leuchtfeuer. Wir setzen uns natürlich auch mal hin. So, und dann geht's hier runter. Ach du Scheiße. Jede Menge Hunde. Wenn ich jetzt runterkomme, dann kommen die an hier. Und wir werden invasiert. Oh, lass mich. Ich kletter hoch. Oh. Ich bin so ein kleiner Feigling. Aber ich trinke erstmal was. So. Jetzt können wir nochmal runter. Jetzt wartet der bestimmt da unten. Ja, guck, wie er da wartet.
Jetzt haben wir hier zwei Hunde und diesen Spacko noch am Hals. Oh Mann. Go, 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 go. Oh, da ist auch ein Hund. Okay. Oh Gott. Ich trinke. Hier ist irgendwo noch ein Hund. Da. So. Sündervogel. Nee, Vogel. Entschuldigung. Okay. Was? Lass mich in Ruhe. So. Ich trinke. Na, komm her. Besiegt. Seele eines verlorenen und toten Drachenzahn. Versteinertes etwas und Leuchtkiefer haben wir gefunden. Was ist hier oben noch gewesen? Ein Schwert auch. Jetzt checken wir das mal aus hier. Das ist das, was wir gefunden haben. Ein Krummschwert ist das, okay. Große Keule. Und Drachenzahn, ui. Der macht natürlich mordsmäßigen Damage, aber der ist 20 Kilo einfach mal schwer. Wir kommen, wenn wir den anlegen, über 76, also über 70%. Also auf gar keinen Fall legen wir den an. Abgesehen davon, dass wir ultra langsam sind da mit diesem Ding. Zwar so Schlagdinger sind toll mit Schaden, aber... Die brauchen so lange, bis sie irgendwann mal treffen. Bis dahin sind die Gegner 10-mal um dich rum und haben dich getötet. So, wir setzen uns hin. Ging es hier eigentlich noch weiter? Nö, ne? Das war ja hier unten fertig. Ja. Gab's ja keinen Durchgang. Ich gehe nochmal. Nein, ich gehe nicht nochmal. Ich habe keinen Bock auf die Hunde. Okay, dann haben wir hier fertig. Wir waren jetzt im Sünderhügel. Da waren wir auch fertig. Mondfestung haben wir fertig. Irgendwas verpeilt? Irgendwas vergessen? Gerade am Überlegen. Ah, ja klar. Wir müssen eh nach Majula. Ich sag euch auch warum. Weil es gibt ja noch einen anderen Weg, den wir hätten ja zu Anfang nehmen können, wenn wir das hätten gewollt. Aber zuerst mal sagen wir der Tante Hallo. Hallo. Ja, genau. Aufschreien, danke. So, wir brauchen trotz allem mehr Belastbarkeit. Wir brauchen mehr Anpassung, wir brauchen noch mehr Stärke. So, machen wir das so mal. Perfekt. So, und wir sind jetzt im richtigen Gebiet, und zwar hier hinten. Diesen Torbogen, da müssen wir jetzt durch. Da so. Und es gibt natürlich auch noch einen Weg hier, hier runter, aber dafür brauchen wir auf jeden Fall einen NPC, der uns hier Leitern runterlässt. Den treffen wir erst viel, viel später. Aber erstmal gehen wir hier lang. So. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Weil ich glaube, jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsgebiete von Dark Souls 2. Und zwar, das müsste Heides Turm sein oder so. Bin ich der Meinung. Na? Dann ziehen wir mal hier an der Strippe. Jetzt öffnet sich die Tür. So, hier war ja nichts weiter. Nee.
zerbrochenes Diebesschwert, Seele eines verlorenen Untoten. Na dann. Und ja, wir sind in Heides Flammturm. Das ist ein Heideritter. Oh, seht euch das mal an. Wie wunderschön die Aussicht einfach ist. Das ist eines meiner Lieblingsgebiete bei Dark Souls 2. Ich finde das so toll. Ich finde es so schön. Und ich erinnere mich noch ganz genau an den einen Bosskampf. Als ich das zum ersten Mal gespielt hatte, habe ich den wirklich in einem First Try gelegt. Und ich habe mich so gefreut. Es war morgens um 7. Habe dadurch meinen Freund geweckt. Der hat die Krise bekommen. Wie schön es doch einfach ist, ne? Manchmal muss man sich auch einfach mal die Atmosphäre eines Spiels geben. Wie hier zum Beispiel. Ist das nicht schön? Wundervoll. So. Und da geht's schon los. Dicke Steinritter warten auf uns. Auf jeden Fall genug Seelen und wir haben hier ein Leuchtfeuer. Bam. Sitz. So. Jetzt ist er wieder zurückgespawnt, aber ist nicht so schlimm. Oh. Was war denn? Ein Bleistein. Hurra! Die Ritter mit diesen dicken Kolben, die sind so übel, weil, ja, er trifft mich mit diesem großen Ding einfach immer. Ich verstehe es nicht. Das ist so... Dieser Kolben ist so ultra langsam und er trifft einfach alles. So. Trinken mal was. Oh, hier liegt ein Item. Hallo. Menschenbild und Seele eines namenlosen Soldaten. Wir haben jetzt einige an Seelen auf jeden Fall schon. So, hallo. Komm her. Boah. Bei meinem Glück falle ich jetzt gleich runter. 1, 2, 3. Rolle. Oh. Okay, er hat selber einen Abgang gemacht. So, und wir betätigen hier diesen Hebel. Werdet ihr gleich beziehungsweise nachher sehen, warum. Seht ihr das? So. Das wird uns später auf jeden Fall nützlich sein, sage ich euch jetzt schon. Und dann geht's weiter. So, wir haben hier einen Ritter mit Schwert und noch zwei weitere. Oh! So. Jetzt kommen die anderen Ritter an. Okay, irgendwas habe ich gerade gehört. Ich weiß noch nicht was. Okay, der hat uns getroffen. Nicht so schlimm. So, ich würde sagen, wir gehen mal zuerst hier lang. Zwei. Zack. So. Okay, hier steht der Heideritter auf. Verdammt. Warum? Ja, komm her. Der hat so eine beschissene Attacke, ich sag's euch. Der macht einfach einen Schaden. Lass mich. Ich trinke mal was. Ei, seht ihr das?
Oh. Das war haarscharf. Und zack. Trifft uns, verdammt. Das war ein bisschen unklug von mir. Nicht schlimm. So, wo bin ich denn? Da lang wollte ich, genau. 10.000 Seelen. 10 verdammte 1.000 Seelen. So, da oben sitzt auch noch ein Heideritter. Und ein Blitzspeer. Ach, natürlich. So. Komm schon. Weg. Oh. So. Jetzt seht ihr das Ding da oben. Wenn wir jetzt sterben, werde ich richtig heulen. Seht ihr das? Ein verdammter Drache. Jetzt müssen wir aber ganz schnell dahin rennen, bevor der uns hier mit Feuer auseinander nimmt. So. Komm schon. Fliegedrache. Und am besten so schnell wie möglich kaputt machen. Okay, der tritt uns. Weg da. So. 3080 Seelen, fossiler Drachenknochen und welcher Drache ein paar Mal mehr bekommen. Und ein weiterer Hebel. So. Schaut euch das mal an. Ist das nicht wunderschön? Wunderschön. Ich finde sowas total toll. Eines meiner liebsten Gebiete in diesem Teil des Dark Souls. So, hier haben wir noch eine weitere Tour. Wir sind hier in der blauen Kathedrale angekommen. So, Menschenbild. 5 Stück. Und ein alter schimmernder Stein. So, wir haben jetzt 6 Lebenssteine und ein Estus noch. Ich hoffe, dass wir das nicht von Gebrauch nehmen müssen. So, dann betreten wir hier mal den Nebel. Alter Drachentöter. Ah! Fängt ja schon gut an. Okay, scheiße. Der ist verdammt schnell. Oh. Das war haarscharf. Was ich bei Dark Souls überhaupt nicht toll finde, ist kleine Bosse wie der hier, in Anführungsstrichen. Ich kotze gerade richtig. Kleine Bosse wie der hier, der ist einfach mega schnell und macht einen Schaden. Ich liebe tatsächlich bei Dark Souls große Bosse, weil die sind schön langsam, die kann man schon treffen. Ja, komm, noch ein Steinchen. So. Oh nein, wir hatten keine Ausdauer mehr, verflixt. Okay, er rastet aus. Was war das denn auch so? Wie so ein Oger, so eine Arschbombe. Komm. Jetzt rastet er aus. Zack. Und er rastet wieder aus. Arschbombe. Oh no. Oh. Bei meinem Glück werden wir jetzt richtig schön looten. Nehmen. Komm, Baby. Oh Gott. So. Wir haben übrigens gewonnen. Ring des alten Löwen. Alte Drachentöterseele. Super.
So langsam habe ich mich jetzt warm gespielt, nachdem ich weiß nicht, wie viele Tode bei den Sentinels gelassen habe. Hier haben wir zwei Truhen. Und hier steht noch ein Fuzzi. Was haben wir denn hier? Kleriker, Parma und Turmschild. Und hier ein gebossener blauer Augapfel. Na gut. Hallo, wer bist du denn? Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Warum nicht? Transient being. Nothing has changed. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You are not needed. Der ist ja unfreundlich. Transient being. You would never be gone. Okay, dann eben nicht. Der hat gar keine Ahnung, was wir schon alles geleistet haben. Wir sind mehr als nur ein Ritter, ja? So, hier unten genau ist ein Leuchtfeuer doch. Das nehmen wir mit. Und wir setzen uns natürlich hin. Und wir reisen dann zurück. Das ist die blaue Kathedrale zu Heides Flammturm. 35.000 Seelen übrigens. Ah, Blödsinn. Wieso bin ich jetzt dahin? Weil... Okay, weil ich es kann einfach. Und wir reisen jetzt, weil es so schön war, weiter zu Majula. Und geben unsere Seelen wieder aus, bevor wieder was Schreckliches passiert. Und ich wieder völlig versagen werde. Ich muss damit immer rechnen. Ich werde noch öfters bei diesem Spiel versagen, glaubt's mir. So, ja, hallo? Gut, wir steigen hier nochmal. Nehmen wir noch eine Geschicklichkeit mit. Belastbarkeit nehmen wir noch einen mit. Kondition nehmen wir noch. Nehmen wir mal zwei Konditionen mit. Okay, wir können nur noch. Okay. Und eine Vitalität nehmen wir nochmal mit. So. Wunderbar. Gut. Ups. Gut, dann würde ich sagen, dann war es das erstmal für diese Folge. Vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein paar Kommentare da, Likes, Kritik, Anregungen, wenn ihr möchtet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.